Das schaffen wir, das schaffen wir. Was habt ihr eigentlich so an Wünschen, was man noch Let's Playen könnte an Spielen? Ich hätte noch ein paar andere auf Lager, allerdings. Was auch, was ihr ganz sehen wollt. Dark Souls muss ich auch noch aufnehmen. Aber, boah, Dark Souls zum Aufnahmen echt ein harte Nuss. Weil man einfach so viel immer und immer wieder spielt. Dass man, glaube ich, allein die ganzen Replays 50% des Let's Plays ausmacht. Boah. Ich glaube, wir sollten doch demnächst etwas auf Gesundheit gehen. Zumindest wenn wir so überlevelte Scheiße machen. Wir werden sterben. Läuft bei dem! Ja, so. Nico ist schon mal Lowlife. Scheiß halt raus hier. Geht gar nicht klar, Mann. So, noch 22 Sekunden warten. Dann läuft die Sache wieder. Euer Begleiter ist verwundet. Ja, schön, dass Nick wieder verwundet ist. Der ist ja immer verwundet, die Nudel. Eine Sekunde und auf geht's. Jetzt geht's einigermaßen mit dem. Und er ist kaputt. Dann schaffe ich noch. Jawohl, kaputt ist er. Ach lol, das sind zwei. Scheiße. Joa, ne? Wenn da zwei sind, dann Vitalität. Wer kann noch ahnen, dass das zwei sind? Beleben die sich gegenseitig wieder? Was soll die Kacke? Es könnte doch etwas schwer werden. Komm schon, du stirbst jetzt. Der geht auch kaputt, jawohl. War gar nicht so schwer. Ja, es läuft schon besser. Ist auch nicht mehr ganz so unterlevelt. Ja, komm, ist der Rianische Schatten. Du gehst auch noch drauf. Du bist eh schon ein Schatten. Als Schatten weißt du nicht mehr viel, da brauchst du nur eine Taschenlampe und weg bist du. So, mal den Angriffsmodus unseres Begleiters umstellen, damit er nicht dauernd alles angreift, was er sieht. Komm schon her. Ja, Schildträger. Immer alle Uhren mitnehmen. Ich bin gespannt, wie der Bosskampf wird so. So leicht unterlevelt. Könnte eine Herausforderung werden, aber. Warum auch nicht? So Leute, kennt ihr den Film Beim Leben meiner Schwester?
Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Wenn nicht, ja, belasst es dabei. Es gibt anscheinend ein paar Leute, die mögen die Art von Film. Ich glaube, er ist eher weniger so meins. Boah. Ne? Aber man soll nichts gegen Sachen sagen, die man noch nicht ausprobiert hat. Bitte lass das gescheit drin sein. Ja, bringt uns rein gar nichts. Und ein Streitkolben für Stufe 12. Genau das, was wir brauchen. Microphone activated. Microphone muted. Ja, erstmal MTS-Mikrofon wieder aktivieren, ne? Leicht, damit alle mithören. Warum auch nicht? Das Geile ist, das Mikrofon, was ich gerade mit der S aktiviert habe, ist nicht mal hier am PC aktiviert. Da man ja, sobald man zwei oder drei Mikros hat, alle so langsam mit der S mal aktiviert, so einschreibt, dass man sie damit aktivieren kann, dann geht mir die Sache los. Man redet und weiß nicht, welches Mikro ist aktiv und welches nicht. Ich frage, hey, du holst dich so komisch an, ist kaputt bei dir, ist dein Mikro wieder am Arsch, oder dann suchst du wieder eine Stunde lang, warum dein Mikro nicht richtig geht. Bist du schon irgendwann in den Systemeinstellungen bei Mikros und schraubst daran rum, warum es nicht besser wird. Stell einfach die Mikroverstärkung hoch auf fast 10 Dezibel und wunderst dich, warum es immer noch nicht besser wird. Okay, es war knapp. Wundert sich, warum es nicht besser wird und nicht besser wird. Bis du auf dir kommst, hey, vielleicht habe ich das falsche Mikrofon auf dem Kopf. Oder ich spreche mir falsche Mikro. Ja, Mikrofon auf dem Kopf ist halt Headset, ne? Wir haben eine geile Idee, Mikro auf den Kopf setzen. Vielleicht, was hörst du denn? Hallo, angreif nicht in der Ecke stehen. Nein. Der Begleiter ist geflohen. Puh. Das war knapp. Schildträger ist kaputt und der nächste Schildträger. Komm her. So. Und ich habe hier so einen Drecksboss. Ja, komm her. Auf geht's. Ja, komm schon, du stirbst doch gleich. Da ist er kaputt. Ja, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Wer hätte das gedacht? Wolfsschatten hatte ich auf 2. Gut, das ist schon mal fertig geskillt. Hier muss man ein bisschen skillen. So. Treppe nach unten. Ja. Nach unten gehen die Runden. Ich soll aufhören zu reimen. Nur warum gehen die Runden nach unten? Das ist die Frage. Wer wird es wagen? Okay, nein. Lassen wir das. Ja. Thank you.
Warum ist Gift vielleicht immer grün dargestellt? Die meisten Scheißgift sind eigentlich nur durchsichtig oder klar. Das ist wieder voll klischeehaft. Genauso, warum wird Vanillepudding immer gelb dargestellt? Das Einzige, was an Vanille gelb ist, ist die Blüte. Oh! Fuck, ich bin tot. Bisschen Gold, scheiß drauf. Das Einzige, was an der Vanillepflanze gelb ist, ist die Scheißblüte. Warum wird da bitte der ganze Vanillepudding gelb dargestellt? Mein ernsthaft, Leute. Diskriminierung des Vanillepuddings. Also was geht doch nicht. Denkt man, der Vanillepudding hat auch Gefühle. Ist das nicht Joghurt? Scheiße, das war Joghurt, ne? Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist geflohen. So. Boah, Alter, der Typ wiederholt sich auch. Ein Schildträger, mal kaputt hauen. Todesschleuder, ein Todschleuderer. Oh, leck mich fett. Könnte lustig werden hier. Ja, ja. So viel zum Thema. Freiheit für den Osternhasen. Es gab mal eine Demo von der Partei Freiheit für den Osternhasen. Nee, warte, die Partei wollte eine Demo starten für mit dem Thema Freiheit für den Osterhasen, nur sie wurde abgesagt wegen mangelnder Glaubwürdigkeit, glaube ich. Ja, weiß nicht warum. Ich meine, hallo, was ist daran unglaubwürdig, Freiheit für den Osterhasen? Warte, wo ist der Osterhasen bitte unfrei? Gut, ich meine, er muss die ganze Eier rumtragen, aber sonst, ich meine... Müsste nicht auch heißen Freiheit für die Männer? Okay, ich meine, die tragen auch die ganze Zeit ihre Eier rum. Aber zumindest die meisten. Bei Nico liegen sie in der Handtasche. Jetzt wird's echt eng hier. Alter, das war nicht so geplant. Der nächste Boss hier, Alter, der geht mir nicht auf den Sack, den Dreckboss. Ach, der belebt die Affen wieder. Da schau mal einer an. Ja, Gleiter ist wieder ein bescheißen Muschel. Wow, das war knapp. Jetzt komm her, Mann. Reicht's mir langsam. Boah, ich komm dem Typ nicht dran, ne? Scheiße! Und jetzt werde ich drauf. Doch nicht drauf gehen, fett. Fette Sache. Wir haben überlebt. Ne, derzeit, wo ich jetzt hier rumstehe, belebt. Ist sie wieder am Wiederbeleben, der Affe.
Komm schon. Aua. Ich bin tot. Ich finde die Dramatik immer geil, wenn der da sagt, ihr seid tot. Jonne, sag bloß. Ich soll nicht selber drauf kommen. Komm schon, stirb endlich. Boah, geht doch. Es gibt ja noch einen geilen Hardcore-Mode für Torchlight. Wenn man einmal stirbt, ist Feierabend. Ich glaube, den müsste ich mal ausprobieren. Wie unpraktisch die Stacheln an der Rüstung sein müssen. Ich meine, wie oft berührt man sich selber so aus Versehen mit dem Handrücken oder so? Könnte doch recht unangenehm werden. Genauso wie die ganzen Stacheln und die ganze Kacke an Schwertgriffen. Den Scheiß rammst du ihr selber ins Bein, als sonst irgendwem. Ein Fechtstock. Das wird lustig. Tritra, tralala. Die Gegner, die sind wieder da. Und irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Damage. Jonne, hinten wartet ihr mal kurz. Ja, komm, Besessener. Die Besessenen gehen ja noch, nur diese... Diese scheiß Schildträgertypen, die halten so dermaßen viel aus. Die blocken einen Downback dann. Wie schön ruhig das einmal wurde. So, jetzt noch kurz die Ausrüstung checken, bisschen skillen. Den scheißletzten Schattenaffen töten. Was sagt unser Inventar? Auf Stärke. Jupp, Körperschaden wird zurückgeworfen, gefällt mir. Ja, einfrieren gefällt mir. Das dazu. Den schicken wir weiter. Ja, ja. Okay. Fangen wir mal an. So, kloppen wir mal super auf die General. Au. Okay, ich glaube, er kloppt eher uns als wir ihn.
Wir werden draußen sterben. Und wir sind tot. Wir sollten vielleicht auf unseren Begleiter warten wieder. Nach 45 Sekunden, die Sache chillt. Entspannt sozusagen. Ja, ne? Ich meine, hätte ich nicht Probleme mit der GEMA, würde ich andere Musik dahinter schneiden oder Musik laufen lassen. Aber da GEMA ein kleiner Drecksverein ist, die dürfen wir nicht, ne? Ey, was mache ich Leute machen, also Let's Player machen, die in der Nähe von Wacken wohnen? Ich meine, während Wacken könnt ihr echt nicht aufnehmen. Oder während Rock am Ring. Ich meine, mit dauernd GEMA-Musik im Hintergrund. Es sei denn, die nehmen, was weiß ich, in einem Luftschutzbunker auf. Auf geht's, Begleiterchen, aua! Aua. Und unser Begleiter ist tot. Ey, läuft echt nicht so, ne? Wird's eine lustige Aktion? Damage wird nicht der viele Währung kommen. Wir machen so Hit and Run. Wir rennen hin, teleportieren einmal durch und hauen wieder ab. Ja, hör auf, mir in die Hucken voll zu labern. Das weiß ich selber, dass der Begleiter fast am draufgehen ist. Oder die ganze Zeit am draufgehen ist. Ist vielleicht nicht die ganz feine Art, wie man einen Boss umnietet, aber ist halt Kiten, ne? Kann man machen. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack, du Scheiß-Troller. Scheiße! Ich habe keine Mana-Tränke mehr. Gut, das könnte lustig werden. Wie viel hat denn der Typ noch? Sicher noch einiges, ne? Nein, nicht kämpfen, rennen. Euer Begleiter ist geflogen. Über Steuerung Z. Nein, es war nicht Steuerung Z, war es Shift und Z. Ja, Shift und Z war es. Damit potten wir auf unseren Begleiter. Na, wir haben ihn fast tot. So, zur Hälfte haben wir ihn ungefähr. Das ist auch mal eine andere Methode, ne? Euer Begleiter ist verwundet. Boah, er ist schon wieder tot. Lohnt sich fast nicht, den hochzupotten. Das lohnt sich echt nicht. Was sind hier an Ohren drin? Nichts, gut. Ich glaube, das dürfte der schwerste erste Boss sein, den ich je gemacht habe. Euer Begleiter ist verwundet. Oh fuck, das war zu oft. Und wir kiten noch ein bisschen. Naja, ich weiß, viel hat er nicht mehr. Noch die Hälfte. Klar, Mann, jetzt haben wir ihn unter der Hälfte. Läuft. Wäre eine neue Top-Zeit, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl.
Das könnte echt die längste Zeit für das Kampfstein, die ich jemals gebraucht habe. Ich glaube, ich mache hier noch mal eine kleine Aufnahmepause. Oh ja, weil... Euer Begleiter ist verwundet. Ich weiß auch nicht, wie viel Platz ich noch auf Festplatte habe. Ich glaube, nicht viel dürfte es nicht mehr sein. Kannst du sagen, wo mein Scheißbegleiter nicht die ganze Zeit flieht? Das nervt mittlerweile. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Boah, ernsthaft. Ich gehe nie wieder so dermaßen unterlevelt in eine Instanz rein. Oder in eine Dungeon. Zumindest nicht in Boss Dungeon. Gut, dass die KI ein bisschen beschränkt ist. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Oh fuck. Aber wie gesagt, wir haben ihn gleich. Noch ein Viertel. Ja gut, noch ein bisschen mehr als ein Viertel. Eigentlich wollte ich das ganze Zeug ja schon gestern aufnehmen, nur da hatten wir so ein kleines Türproblemchen. Ist immer ganz lustig, wenn man aufnehmen will und ja, so ein einziger Schlüssel, den man für das Zimmer hat, mal im Zimmer liegen lässt und die Tür zuzieht. Immer so, man steht draußen, denkt sich so, warte mal, ich habe doch den Schlüssel angepackt, ne? Nein, eher nicht. Das ist immer so, wenn man denkt sich so, oh fuck, nein, bitte nicht. Und da dann auch Sonntag war und so, ne? Das ist unser Problem. Ja, da findet man auch nicht so schnell Leute, die mal vorbeikommen Sonntag. Nach dem Motto, ey, mach mir fix mal die Tür auf, bitte. Finden die meisten nicht so geil. So, also ein ganz bisschen schneller hier mal. Komm schon. Nahkampf. Wenn nicht viele da sind, geht das ja ganz gut. Nur sobald halt wieder viele da sind, wird es wieder hässlich mit Nahkampf. Der Begleiter ist schwer verletzt. Komm, kriegt Nico noch mal ein bisschen was zu siffeln, damit er auch nicht aufhört, auf den Sack zu gehen. Leider nicht mehr, komm schon. Und da ist das ganze Leben schon wieder weg, was er gerade eben hatte. Das ist mir eh schon geil vor. Was ist, müssen das für Tränke sein, ne? Ein Begleiter ist schwer verletzt, ein Begleiter geht's gut und er ist wieder fast tot. Ist das volle Drogengemisch, was sie da haben? Nach dem Motto, mir geht's voll gut. Mir fehlt zwar ein Arm und ein Bein, aber hey, was soll's, man? YOLO, Party, auf geht's weiter. Schreib's weg und so, ne? Oder es sind die vollen Übermighty-Medikamente. Die einfach mal so
Nanomedizin-Style wieder zusammenflicken. Und da haben wir ihn endlich kaputt. Boah, Alter. War das vielleicht eine schwere Geburt? Jo, dann haben wir ihn kaputt und... noch das Geleier anhören. Wir kamen dazu, als der Alchemist die Wächterin überwältigte, aber es ging alles zu schnell. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Der Alchemist war gerade fort, da kamen Grell und seine Horde. Seit Jahren hatten sie versucht, hier einzudringen und Beute zu machen. Der Angriff des Alchemisten bot ihnen die erhoffte Gelegenheit. Ja, die erhoffte Gelegenheit, ne? Fette Sache. Fette Sache. Ihr habt eine Quest bekommen. Ja, dann schauen wir kurz mal, was wir bekommen haben, so an Loot und so. Einen Streitkolben. Bei Stufe 13. Läuft, ne? Brauchen wir noch ein bisschen Stufe 12. Gut, sind halt echt ein bisschen unterlevelt für die ganze Sache hier. Ja, und damit... Seid ihr denn bereit, los? Geht zurück und... wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme von Torchlight 2. Haut rein, Leute!